Michael und Julianne haben eine einzigartige Beziehung, die alle Grenzen überschritten hat, die eine Freundschaft auf keinen Fall überschreiten sollte. Sie hatten vor Jahren eine Affäre, die Julianne aber beendet hat, weil sie sich auf nichts festlegen kann. Aus dieser Beziehung konnten die beiden aber noch eine Freundschaft retten. Kimmys Problem ist, sie ist eine gut aussehende, junge, humorvolle Frau und sie hat einen Mann, den sie von Herzen liebt. Und das möchte sie natürlich nicht so leicht aufgeben. Julianne hackt einen Plan aus, aber ich glaube, das ist nicht gerade ihre Stärke. Denn alle ihre Pläne werden durcheinander geworfen und sie bringt überall ein ziemliches Chaos rein. Man ändert seine Meinung andauernd über das, was passieren sollte oder könnte. Es geht immer vor und zurück. Ich sage zu Michael, es ist noch lange Zeit, denk nochmal drüber nach. Der Film lässt lange Zeit offen, was passieren könnte. Kidding him around because it does sort of, the movie does vacillate back and forth about what's going to happen.